Herzlich willkommen bei online-tutorium.com. Wir kommen zum Video, ich glaube 1.7.6, und zwar Plotten von Abbildungen. Und zwar habe ich hier schon mal das Programm Octave geöffnet. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen ganz einfach, ganz klassisch unsere Funktion plotten. Was heißt das? Wir wollen eine Funktion reinwerfen und hätten ganz gerne den Funktionsgraph gezeichnet. Das nennt man Plotten. Das ist auch eingedeutscht, to plot ist das englische Wort. Man kann auch dazu zeichnen sagen, wir machen es hier ganz einfach. Und zwar ist das jetzt die Konsole, die wir geöffnet haben. Und hier können wir jetzt erstmal in Octave reintippen, was wir wollen. Das funktioniert wie ein Taschenrechner. Zum Beispiel können wir 12 geteilt durch 4 rechnen und es kommt in der Tat 3 raus. Wir können deswegen auch 13 durch 4 rechnen, was 3,2500 ungefähr ist. Und können zum Beispiel auch Wurzeln ziehen. Was ist denn die Wurzel von 4? 2, das stimmt. Das SQRT steht für Square Root aus dem Englischen. Und wir können entsprechend viele Operationen so durchführen. Also 12 mal meinetwegen 4 mal Pi mal der Sinus von 1,4 und das Ganze hoch meinetwegen 1/2, also oder ein Drittel, die dritte Wurzel nochmal daraus. Und wir bekommen eine Zahl raus, das ist ungefähr 112,55. Was wir jetzt machen wollen, ist zeichnen. Und dazu ist der Befehl ganz einfach, man schreibt fplot hin, macht eine Klammer auf, eine Klammer zu. So fplot soll das heißen. Also f und dann das Wort plot, eine Klammer. Und jetzt kommt hier in die Klammern die Funktion und der Bereich, der Definitionsbereich rein. Okay, legen wir mal los und wir nehmen ein blödes Beispiel. Wir müssen Semikolon schreiben, dann die Funktion, schreiben wir mal x hoch 2 hin, noch ein Semikolon, ein Komma und dann kommen die eckigen Klammern. Muss man erstmal auf seiner Tastatur finden und schreibt jetzt entsprechend die x-Werte rein, die zulässig sind. Wir sagen mal, wir nehmen alle x-Werte zwischen minus 2 und 2 und das war's auch schon und dann drücken wir einfach Enter. Jetzt müssen wir warten. So, bei mir ist es schon da. Und wir sehen jetzt hier in der Tat den Funktionsgraphen oder den Graphen der Abbildung. Und ich hoffe, das ist zu erkennen. Das ist nämlich sehr dünn gezeichnet. Und können entsprechend Sachen ablesen. Das kann man beliebig machen. Machen wir vielleicht einen interessanteren Fall. Nehmen wir doch mal die Funktion. Nehmen wir doch mal x hoch 5 oder sowas. Eine super Funktion erstmal zu Octave oder MATLAB. Das funktioniert gleich. Wenn wir jetzt den Pfeil nach oben drücken, taucht die letzte Eingabe wieder auf. Okay, also müssen wir nicht alles nochmal schreiben, wir müssen nur Pfeil nach oben und an die entsprechende Stelle gehen. Was hatte ich gesagt? X hoch 5 nehmen wir nochmal minus 12. Enter. Da haben wir es. Und sehen hier den Funktionsgraphen. Okay. Vielleicht spaßeshalber nochmal das folgende. Nehmen wir doch mal die Funktion, etwas was wild aussieht, nehmen wir den Sinus von 1 durch x, das ist ein klassisches Beispiel für einen verrückten Funktionsgraphen, von minus pi bis pi. Enter. So, jetzt sehen wir schon, dass er ein bisschen rechnet. Ich hole mal den Funktionsgraphen her, momentan steht noch nichts da, wir warten. Und hier sehen wir es. Der Funktionsgraph oszilliert stark, wenn wir mit x gegen 0 gehen. Vielleicht, das sieht ja hier aus wie ein Balken. Vielleicht gucken wir uns das in einem näheren Bereich an. Also wir zoomen mehr oder weniger. Das heißt, wir verkleinern den Bereich auf der x-Achse. Jetzt haben wir minus pi und plus pi gehabt als Bereich. Also alle x, die größer gleich minus pi, kleiner gleich pi sind. Jetzt sehen wir doch einfach mal 0,1. Und hier 0, 1. Das heißt, wir betrachten jetzt alle x zwischen minus 0,1 und 0,1 und gucken uns dazu entsprechend den Sinus von 1 durch x an. Enter. Jetzt wird das wieder ein bisschen dauern. Ich höre schon, wie mein Notebook entsprechend lauter wird.
Und hier sehen wir jetzt, wie es gezoomt aussieht. Sieht natürlich verrückt aus, diese Oszillation, aber ist auch jetzt nur ein Beispiel, wie man solche Funktionen plotten kann. Vielleicht gucken wir uns noch spaßeshalber an, für einen Fall, der vielleicht auch mal auftreten kann. Nehmen wir doch mal ein Polynom, gucken uns hier sowas an wie x hoch 3 minus 2 mal x Quadrat minus 1. Vielleicht gucken wir uns das nicht nur in dem Bereich an, sondern im Bereich von meinetwegen minus 3 bis 7. Also diese Bereiche, auch Intervalle genannt, müssen nicht symmetrisch sein. Die können beliebig sein und jetzt drücken wir Enter. Und sehen es hier. Das ist der Funktionsgraph. Also nichts Besonderes, es ist ganz einfach. Ihr solltet dennoch das Üben, also das Malen von Funktionsgraphen und es nicht alles mit dem Computer machen, weil man so ein bisschen sonst das Gefühl dafür verliert. Okay, ach, eine Sache noch, um das Programm zu beenden, drückt ihr oder tippt ihr einfach Exit ein und drückt Enter. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Online-Tutorium.com